hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Neue Portale öffnen sich, um die Verschiebung zu vollenden. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 22. März 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir stehen euch zu jeder Zeit des Tages zur Verfügung. Wir lieben die Menschheit so sehr und wir lieben jeden einzelnen von euch auch als Individuum und deshalb sind wir für euch da. Wir suchen nach Gelegenheiten, euch diese Liebe zu zeigen und ihr alle habt die Möglichkeit, in den kommenden Wochen und Monaten mehr von dem zu empfangen, was wir anzubieten haben. Denn es öffnen sich neue Portale an eurem Himmel, die als Übermittlungssysteme für Energien höherer Frequenzen aus dem ganzen Universum dienen. Die Menschheit wird ständig mit hochfrequenten, positiven Energien überflutet, aber es gibt auch immer Platz für mehr. Das haben wir herausgefunden, zusammen mit all den anderen Helfern, die ihr in den höheren Reichen habt, und wir wissen, dass jeder und alles durch Licht transformiert wird. Und wir wissen auch, dass ihr von der Liebe verwandelt werdet. Wenn wir euch mit einer höheren Frequenz überfluten, wird es für jedes Wesen schwieriger, die niedrigere Frequenz zu halten. Es ist härtere Arbeit, dies zu tun. Außerdem ist es für euch jetzt leichter als je zuvor zu erkennen, wann ihr euch in einer niedrigen Schwingung befindet. Ihr könnt nicht anders, als es zu bemerken, denn die Negativität wird in eurem Kopf oder in eurem Körper immer lauter. Ihr spürt eure Emotionen stärker und das ist notwendig, damit ihr zu dem werdet, was ihr werden sollt. Wir und die anderen Helfer stoßen euch also nur an. Wir sehen die Dringlichkeit, die in dieser Zeit auf der Erde herrscht, und wir wissen, wie wichtig es ist, dass die nächsten Bewusstseinsveränderungen in eurem Kollektiv vollzogen werden. Wie immer fängt es mit dem erwachten Kollektiv an, denn ihr seid diejenigen, die diese Botschaften empfangen und die sich routinemäßig für diese Energien öffnen. Ihr seid auch diejenigen, die mehr wollen und mehr vom Leben und von der Menschheit erwarten. Es ist an der Zeit, dass ihr alle in der fünften Dimension lebt und das langsame Tempo, in dem ihr euch bisher bewegt habt, wird sich weiter beschleunigen, da die Dinge auf der Erde für die Menschen immer intensiver und verwirrender werden. Wir sehen, wie viele Menschen da draußen versuchen, alles mit ihrem Verstand herauszufinden. Und wir sehen, wie viele sich dabei von den Energien abschneiden, die ihnen zur Verfügung stehen. Wenn ihr denkt, dass ihr alles verstanden habt, dann glaubt uns, wenn wir euch sagen, dass ihr das nicht tut. Und glaubt uns auch, wenn wir sagen, dass es nie der Sinn eurer Inkarnation war, alles zu verstehen. Es ging immer darum, euch in das zu verwandeln, was ihr in eurem Innersten wirklich seid. Um das zu erreichen, müsst ihr die Idee loslassen, alles zu kontrollieren, auch die Überzeugungen anderer. Ihr müsst euch diesen Energien hingeben, euch ihnen öffnen und euch selbst erblühen lassen. Denn es ist an der Zeit, dass ihr die Menschheit in die Vollendung des Bewusstseinswandels führt und ihr wurdet noch nie so unterstützt wie jetzt. Und diese Unterstützung wird immer intensiver, stärker und mächtiger werden, während ihr auf dem Planeten Erde voranschreitet. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.